Bei mir habe ich wieder mal Pia Marlow mit einem neuen Album. Ja, ganz frisch seit dem 24. jetzt auf dem Markt, die Großstadthelden. Aber du bist ja gar nicht in einer Großstadt aufgewachsen, oder nicht? Habe ich da falsche Informationen? Nein, das stimmt. Aber man kann ja auch auf dem Dorf ein Großstadtheld sein. Das ist einfach für mich eine Person, die das Leben liebt, ja, die Liebe liebt, mal ein Abenteuer wagt und gerne einfach Spaß am Leben hat und ein bisschen ja, rausgeht und schaut, was es so zu entdecken gibt. Also viel zu entdecken gibt es natürlich auf deinem neuen Album. Es braucht ja ein bisschen Zeit, oder? Ja, wir haben jetzt 2 Jahre wieder Pause gemacht, beziehungsweise so ein Album dauert ja auch immer in der Entstehung. Ich habe über 200 Songs zur Auswahl gehabt, die muss man ja auch dann erstmal gucken, was nimmt man aufs Album. Und auch auf dem alten Album, Du tust mir gut, auf dem alten, wie sich das anhört, da waren ja so viele schöne Songs drauf, die man einfach auch als Single mal auskoppeln wollten. Und 2 Jahre finde ich einen schönen Rhythmus. Wer hat denn jetzt mitgeholfen bei diesem Album? Da sind namhafte Komponisten und Texte dabei. Ja, also wie gesagt, ich hatte über 200 Songs zur Auswahl und es sind wirklich wieder tolle Leute dabei. Und ich bin so, so dankbar, dass einfach so viele Autoren und Komponisten auch wirklich das Vertrauen hatten, mir ihre Songs zur Verfügung zu stellen. Und ja, ausgesucht haben dann aber, wie gesagt, vermehrt ich, aber der Papa hat natürlich auch mal geholfen. Wir haben dann so bei den 50, in Anführungszeichen, Besten, wo wir einfach dachten, die passen am besten zu mir. Das sind auch Geschichten, die ich einfach erzählen kann und die passen auch so gut zusammen. Konnten wir uns aber nicht mehr entscheiden und haben dann Papas altbewährtes System ausgepackt. Wir haben einfach Freunde der deutschen Musik gefragt und haben die quasi immer Versrefrain anhören lassen. Das gab Schulnoten 1 und 2 und ja, die besten 12 sind auf dem Album und dazu noch 2 Coversongs. Deine Beziehung zum Vater, zum Olaf, dem Flipper, ist nach wie vor extrem eng. Genau. Er stand heute auch wieder mit dir quasi auf der Bühne, so als Rückhalt. Oder wie kann man das interpretieren? Ja, normal ist er ja nicht dabei in meiner Band, aber mein Gitarrist konnte heute leider nicht. Und dann haben wir überlegt und da er in den Proben sowieso ab und zu mal an der Gitarre steht, hat er gesagt, ach, er hätte auch mal Lust, während der Sendung dabei zu sein, mal in anderer Funktion und dann, ja. Ich glaube, er hat es ganz gut gemacht. Ich muss gleich mal kurz gucken. Bist du also zufrieden mit ihm? Denke ich schon, ja. Ich denke schon, das hat er gut gemacht. Und ihr habt ja auch ein Duett auf dem Album drauf. Genau, den Goldenen Stern. Das ist ja eine Nummer, die ich vor 25 Jahren schon solistisch gesungen habe und war mir eine Herzensangelegenheit, den Song zu singen. War gar nicht als Duett geplant, aber wir haben den eingesungen und er war dann im Studio dabei und hat schon mal geguckt, wie kann man den Chor singen, wie kann man die zweiten Stimmen singen. Und ich habe das gehört und gedacht, ach komm, lass uns den doch zusammen machen. Und so ist dieses Duett dann entstanden. Letztes Mal, als wir uns getroffen haben, warst du noch nicht vollberuflich Musikerin, sondern warst einfach so nebenbei noch Musikerin und hauptberufstätig, immer noch. Nein, ich war ja damals Marketingchefin in der Firma. Das habe ich dann wirklich an den Nagel gehängt, weil irgendwann muss man sich mal entscheiden. Und mein Herz schlägt für die Musik und jetzt toi toi toi, im Moment läuft es auch gut. Du bist viel unterwegs in der Schweiz, sieht man dich nicht so häufig. Oder täuscht das? Ja, kommt vielleicht noch. Also, ja, es ist natürlich immer, wir sind viel auf Touren und bei uns in Deutschland unterwegs. Da muss man natürlich auch immer gucken, passt das jetzt gerade rein mit den Anfahrten und alles. Das sind ja immer, ist ja nicht gerade nebenan manchmal, weil wir sind ja auch viel im Norden und Osten von Deutschland unterwegs. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Wenn wir jetzt auf das Album schauen, gibt es so Songs, die du favorisierst? Also dieses Mal tatsächlich überhaupt nicht. Es sind 14 Songs. Ich habe das Album jetzt, glaube ich, auch schon gefühlte 100 Mal angehört. Und es ist keiner dabei, den ich jetzt auch mal weiterzappe oder sonst was. Es ist rundum wirklich rund und gelungen, finde ich. Und ich bin mega happy. Und ich glaube, wenn der Künstler selbst das Album noch 100 Mal anhören kann, dann heißt das schon was. Dann wünschen wir toi, toi, toi mit deinem neuen Album und alles Gute weiterhin. Vielen Dank und bis bald hoffentlich.